Welche drei Tipps würdest du denn gerne NachwuchsjournalistInnen mit auf den Weg geben? Also ich glaube, der wichtigste Tipp ist Praktikum machen oder Praktika machen, ne? Und auch wenn jetzt keine Stelle bei dem Unternehmen ausgeschrieben ist, ich würde mich einfach immer initiativ bewerben und auch keine Angst haben davor, sich bei einem größeren Unternehmen zu bewerben, weil was soll schlimmstenfalls passieren? Die sagen höchstens nein oder die sagen, ja, komm in einem halben Jahr. Und was immer super, super wichtig ist, wenn man dann im Praktikum ist oder wenn man vielleicht auch sogar schon freie Mitarbeiterin oder freier Mitarbeiter ist, dass man eigene Ideen mit einbringt, dass man sich selber überlegt, okay, was sind die Themen, die die Menschen gerade beschäftigen und das dann in den Redaktionskonferenzen vorschlagen, weil dann ist es in der Regel so, dass die Redakteure dann sagen, ey, das ist eine super Idee, dann fang doch mal an, das umzusetzen. Und so kommt man dann schon besser irgendwie mit rein. Und das Dritte ist Eigeninitiative zeigen. Also wie ich eben schon gesagt habe, wenn man sich irgendwie vorgenommen hat, ich will Moderatorin werden, dann gerne Kurse suchen, wo man trainiert wird. Und ganz wichtig, sich eben auch selber ins Studio stellen, sich die Sachen irgendwie mal erklären lassen und dann einfach üben, 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 Sachen aufnehmen, den Verantwortlichen zeigen, den Chefs zeigen. Und ja, so lange trainieren, bis dann jemand sagt, ey, das ist gut.